Okay, thank you very much. Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich bin in der Lage, die Fragen zu beantworten über die Rolle von ICAO und Fluglärm. Ich arbeite in der Zentrale in Montreal und ich bin zuständig für Umweltfragen und befasse mich mit Lärmschutz und allen Maßnahmen der ICAO in diesem Bereich. Das ist die Struktur meines Vortrages. Ich werde ganz kurz erläutern, was ICAO ist, wie wir im Bereich Umweltfragen aktiv sind. Dann werde ich auch die Trends darstellen im Fluglärmmanagement, was wir machen, um unsere Standards und Praktiken zu definieren in diesem Bereich. Dann werde ich über den Bereich Management um Flughäfen herum sprechen. Das wurde ja auch schon angesprochen. Also ich werde all diese Säulen des ausgewogenen Ansatzes beschreiben, also die Verfahren zum Lärmschutz. Ich denke, das ist eher hier von Interesse. Dann werde ich auch über die Einbringung der Gemeinden und Anwohner sprechen, denn das ist auch ein neuer Trend im Bereich aktiver Lärmschutz in der Nähe von Flughäfen. Und dann meine Schlussfolgerung. Zunächst einmal ICAO. Was sind wir? Wir sind eine UN-Agentur, die sich mit ziviler Luftfahrt befasst. Wir wurden 1944 gegründet, gemäß der Chicago-Konvention. Wir haben 191 Vertragsstaaten in ICAO und 86 internationale Organisationen. Was ist CAPE? ICAO befasst sich mit Umweltfragen schon seit 1960. Und die Umweltaktivitäten, die werden hauptsächlich über CAEP, also das ist der Ausschuss über Flugverkehr und Umweltschutz. Und CAPE, so nennen wir das, wir haben 24 Mitglieder und 15 Beobachter. Und Deutschland ist ein Mitgliedstaat bei der CAEP und leistet einen wichtigen Beitrag für die Arbeit von CAEP. Dann helfen wir dem ICAO-Rat bei der Formulierung neuer politischer Maßnahmen und neuer Standards und empfohlenen Praktiken. Dann versuchen wir natürlich auch Studien zu unterstützen, die mit Lärmschutz und Emissionen zu tun haben. Hier, das war der Hintergrund von CAPE. Das sehen Sie auf der rechten Seite. 1970 wurden wir gegründet als CAN, Ausschuss für Fluglärm. Und dann hatten wir 1971 unsere ersten Empfehlungen ausgesprochen. Dann hatten wir 1977 einen Ausschuss gegründet, der sich mit Emissionen befasste. Und 1981 haben wir dann einen Annex gemacht, wo dann die unterschiedlichen Standards und Empfehlungen noch einmal aufgearbeitet worden sind. Nun, das Hauptergebnis unserer Arbeit ist die Entwicklung der Umweltstandards. Und die finden wir in Annex 16 der Chicagoer Konvention. Und das Hauptziel hier ist, die Umsetzung der besten Technologien zu unterstützen, was die Auslegung von Flugzeugen angeht. Wir haben hier drei Volumen, wie wir das nennen. Volumen 1, 1971 war das. Das war Fluglärm oder Flugzeuglärm. Dann ging es um Motorenemissionen in Volumen 2 und Volumen 3. Das konzentriert sich auf CO2-Emissionen. Das ist noch anhängig, wird wahrscheinlich im nächsten Jahr in Kraft treten. Ja, die Umweltziele von ICAO bestehen darin, die negative Auswirkung des Fluglärms und der Emissionen zu reduzieren auf das globale Klima. Das heißt, wir wollen die Anzahl der Menschen reduzieren, die negativ beeinflusst werden, und auch natürlich die Auswirkung auf die Erderwärmung und die Luftqualität in Nähe der Flughäfen. Das sind unsere Hauptziele. Wie definieren wir nun und stellen sicher, dass wir diese Ziele erreichen können? Hier versuchen wir einmal Umwelttrends zu beobachten, zu analysieren im Bereich Flugzeuglärm. Das hatte ich eben schon erwähnt, wie wir unsere Standards und unsere Leitlinien entwickeln. Wir haben bei der 39. Versammlung der ICAO im letzten Monat diese Trends und Entscheidungsprozesse verabschiedet.
Und gemäß dieser aktualisierten Trends, die wir verabschiedet haben, wollen wir ein lärmneutrales Wachstum bis 2030 schaffen. Und das gemäß eines Szenarios, das sehr optimistisch ist im Bereich Technologie und betriebliche Verbesserung. Also wir wollen wirklich dafür sorgen, dass dieses optimistische Szenario Realität wird. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr gut für die Umwelt und auch für die CO2-Emissionen. Nun der ausgewogene Ansatz bezüglich aktiver Schallschutz. Das haben wir 2001 verabschiedet und in unseren politischen Maßnahmen umgesetzt. Die Hauptleitlinien und Empfehlungen, die sind in dem Dokument 9829 zusammengefasst. Das wurde 2008 aktualisiert. Und hier wollen wir Lärmprobleme an individuellen Flughäfen betrachten und sie zusammenbringen mit maximaler Kosteneffektivität. Wir haben es ja auch eben schon gehört, denn oft ist es ja ein lokales Problem, aber gleichzeitig wollen wir auch die Instrumente entwickeln, damit wir spezifische Situationen an spezifischen Flughäfen untersuchen können und einen Beitrag leisten können, dass die Lärmbelastung reduziert werden kann. Dieser ausgewogene Ansatz ist hier einmal bildlich dargestellt. Wir wollen zunächst einmal den Lärm reduzieren an der Quelle, dann Standards entwickeln für das Auslegen von Flugzeugen, dann betriebliche Verfahren verbessern im Bereich Schallschutz und dann Einschränkungen bezüglich betrieblicher Aktivitäten. Ich werde diese vier Säulen genau darstellen, was wir hier getan haben und welche Initiativen wir ergriffen haben. Bezüglich der Reduzierung des Lärms an der Quelle, also im Flugzeug, haben wir die Lärmstandards aktualisiert. Und das ist der Standard gemäß Kapitel 4. Das heißt, wir wollen hier eine Reduzierung erreichen im Vergleich zum früheren Standard. Und wir wollen auch eine Veränderung der sogenannten Flat Limit Zone erreichen. In Kapitel 4 hatten wir für leichte Flugzeuge diese flache Linie ermöglicht. Und Kapitel 14 schafft das ab. Und das würde dann zu einer größeren Reduzierung an Lärm bei diesen Flugzeugen führen. Und dann haben wir eine phasenweise Einführung der Funktion des sogenannten MTOMs, maximale Abflugmasse. Also für größere Flugzeuge mehr als 55 Tonnen Masse. Da werden wir am 31. Dezember 2017 die neue Politik umsetzen und für leichtere unter 55 Tonnen werden wir am 1. Dezember 2020 die Maßnahme einführen. Das ist also 3 Jahre später. Wir arbeiten auch an neuen Themen. Das haben Sie vielleicht auch in den Nachrichten schon mal gehört. Wir haben unterschiedliche Faktoren hier einmal angedacht, dass wir zum Beispiel ein neues Überschallflugzeug entwickeln für die zivile Luftfahrt. Und da gucken wir uns die Möglichkeiten ganz genau an. Wir haben hier auch Neuentwicklungen unterstützt. Die Entwicklungen in der Industrie beobachten wir intensiv. Und wir gehen davon aus, dass das möglich sein wird zwischen 2020 bis 2025. Und da müssen wir natürlich 2 Standards entwickeln. Das heißt, wir müssen Kapitel 12 hier entwickeln. Da geht es um Lande- und Startlärm. Und wir haben ja jetzt die Standards, die für Überschallflugzeuge gelten. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, wie Hauptschallsignaturen sich entwickeln bei diesen neuen Überschallflugzeugen.
Das muss genau untersucht werden, denn das ist ja ein ganz anderes Geräusch oder ein ganz anderes Dröhnen, was man vielleicht nicht unbedingt mit einem Flugzeug in Verbindung bringt. Deshalb muss man gucken, wie das von der Öffentlichkeit gesehen wird und gehört wird, ob die Öffentlichkeit da positiv gestimmt ist, was dieses Überschalldröhnen angeht. Und wir arbeiten hier in einem engen Zeitplan, damit wir die Definitionen sehr bald zur Verfügung haben. Denn wir möchten hier die Entscheidungen bald treffen, denn wir wollen hier keine Situation schaffen, die für die allgemeine Öffentlichkeit dann nicht akzeptabel ist. Dann befassen wir uns auch noch in diesem Bereich mit Expertenpanels, wo wir neueste Technologien, Trends überprüfen. Wir haben Experten, die in den Vereinigten Staaten hauptsächlich sitzen und ernannt werden. Und diese Experten, die überprüfen nicht nur lärmreduzierende Technologien, sondern auch Verbrennungstechnologien, die Emissionen einsparen sollen. Denn wir kommen ja an einen Punkt, wo diese Technologien tatsächlich Vorteile bieten. Die Vorteile, die werden größer. Ja? Also wenn man zum Beispiel den Treibstoffverbrauch gleichzeitig reduzieren kann mit der Reduzierung der Lärmbelastung, dann ist das natürlich etwas sehr Gutes. Und da sind Technologien schon verfügbar. Wir schauen uns das immer intensiv an mit Hilfe unserer Experten. Und der endgültige Bericht wird dann 2019 zur Verfügung stehen. Das heißt, dieses Konzept mit Experten setzen wir intensiv ein. Technologien in den Flugzeugen werden untersucht und wir schauen, ob sie schon marktreif sind. Und dann können wir überprüfen, ob die tatsächlich in der Praxis auch schon eingeführt werden können. Jetzt die nächste Säule des ausgewogenen Ansatzes. Hier geht es um die Gebietsaufteilung, die Regionalplanung. Da geht es auch um Schadensreduzierung, Baurecht, Dienstbarkeitsregelungen und auch finanzielle Dinge wie Steueranreize, Gebühren. Das Hauptziel hier ist, dass wir wirklich die Fortschritte schützen wollen, die wir durch den Schallschutz erreichen, Schallschutz an der Quelle, sodass das nicht gefährdet wird durch falsche Landnutzungspläne, die in eine andere Richtung gehen. Wir haben hier drei unterschiedliche Dokumente erstellt. Das Dokument, das sich hauptsächlich mit Landnutzung und Umweltschutz befasst. Dann ein anderes, das die empfohlenen Methoden darstellt bezüglich der Berechnung der Lärmkonturen um Flughäfen herum, sehr technisches Dokument. Und dann haben wir noch ein Dokument zu Politik im Bereich Gebühren. Das ist wirklich ganz allgemein bezüglich Gebühren am Flughafen, aber auch um Lärmgebühren geht es hier. Jetzt geht es um aktiven Lärmschutz und die Verfahren. Wir haben hier unterschiedliche Dokumente. Sie sind hier auf diesem Bild dargestellt. Da gibt es sehr, sehr viel Information, sodass die einzelnen Länder und Mitglieder die neuesten Technologien hier einmal ablesen können. Wir haben all diese Dokumente hier bezüglich bester Abfahrtsrouten, versetzter Schwellen, Landeverfahren, aktive Schallschutzverfahren, Definition von Abflugsrouten, auch was die Konzentration und die Verbreitung von Flugzeuglärm angeht. Denn es kann sein, dass es da eine bestimmte Konzentration in einem bestimmten Bereich gibt. Das muss genau untersucht werden. Vielleicht ist das gut für einige Anwohner, aber andere wiederum nicht. Dann haben wir auch Leitlinien bezüglich CDO und CCO. Das haben wir ja vorhin schon gehört, was das ist. Dann haben wir ein Dokument, was aktiven Lernschutz und Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zusammenfasst. Und zwar eine Zusammenfassung der Jahre 2006 und 2008. Da werden auch die Schlussfolgerungen der einzelnen Studien dargestellt. Dann haben wir ein ganz spezifisches Dokument bezüglich Umweltverträglichkeitsleitlinien.
wenn es Veränderungen gibt bei der Entscheidungsfindung, wenn man zum Beispiel hier das Management der Flughäfen verändert, zum Beispiel die Abflugrouten verändert, und dann sind ganz andere Bevölkerungsgruppen betroffen als zuvor. Und dann haben wir eine Leitlinie bezüglich der PBN-Verfahren, Performance-Based Navigation. Da wollen wir auch die besten Praktiken darstellen. Das sind noch keine Standards. Die sind also nicht zwingend umzusetzen, aber ICAO arbeitet hart daran, um sicherzustellen, dass alle Informationen den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt werden, damit diese neuen Technologien tatsächlich umgesetzt werden können. Nun, die letzte Säule zum ausgewogenen Ansatz, betriebliche Restriktionen. Das sind definierte Maßnahmen zur Lärmreduzierung, die Zugang zu Flughäfen einschränken oder reduzieren. Und da wollen wir natürlich sicherstellen, dass die Vorteile der anderen Bereiche hier nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Also Einführung von Bewegungsobergrenzen, Lärmquoten, Eintragsverbot und Nachtruhe. Das waren so die Punkte, die bei der letzten Hauptversammlung besprochen worden sind. Denn es ist natürlich schwierig zu definieren, ob man bestimmte Punkte schon in den anderen Säulen mit abgehandelt hat und ob es dadurch zu einer betrieblichen Einschränkung kommen kann oder darf. Das muss natürlich von den einzelnen Mitgliedstaaten dann entschlossen werden. Aber ICAO muss sich auch damit befassen, denn wenn es da Einschränkungen gibt, müssen wir wissen, ob es Probleme gibt im internationalen Flugverkehr. Jetzt Details zu weiteren Luftverkehrsverbesserungen. Ja, man hat ja schon einiges da gehört, dass wir bei der ICAO immer versuchen, die neuesten Techniken einzuführen und dafür zu sorgen, dass sie auch eingesetzt werden. Der größere Kontext, das sind die fortschrittlichen Verfahren, die durch neue Technologien entstehen können. Es gibt ja viele neue Technologien. Die Politik befindet sich in Genf, das ist der globale Luftnavigationsplan. Dieser Plan ist eine 15 Jahre rollierende Methodik, die versucht, die neuesten Technologien, die es schon gibt, zu nutzen und zu projizieren, wie sich das auf zukünftige Entwicklungen in den einzelnen Ländern und Industrien auswirken wird. Denn die Mitgliedstaaten, die können dadurch ihre Möglichkeiten ausnutzen und können hier spezifische betriebliche Anforderungen erfüllen. Also, das ist natürlich hier ganz wichtig, dass Technologien hier PBN-Verfahren ermöglichen. Auf dieser Webseite können Sie sich das anschauen. Sie haben Zugang, Sie können es einfach googeln und dann können Sie ganz genau ablesen, wie das definiert ist. Dann möchte ich noch etwas sagen zur Struktur dieses Plans. Wir haben die sogenannten Block Upgrades. Das sind Ziele, die wir für bestimmte Zeitschemen hier Zeitschienen eingeführt haben für neue Technologien und Verfahren. Wir werden letztendlich versuchen, ein vollständig harmonisiertes globales Luftnavigationssystem zu schaffen. Ja, in der ganzen Welt soll es harmonisiert werden. Aber diese sogenannten Block-Upgrades, das sind eigentlich nur Verfügbarkeitsdaten. Und man kann natürlich auch hier die Einführungszeitpunkte festlegen, wenn wir zum Beispiel der Meinung sind, dass ein Modul notwendig ist, um hier einen sicheren und guten Ablauf des globalen zivilen Luftfahrtsystems sicherzustellen. Also das APT
A-Modul ist ein Teil davon, das möchte ich hier genauer darstellen. Wir haben hier unterschiedliche Module, die hier Technologien beschreiben, um das Management in den Flughäfen zu verbessern. Und dazu gehört auch GBASE zum Beispiel, das wir vorhin angesprochen haben. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber hier sehen Sie die Verfügbarkeiten der einzelnen Technologien. Die Arbeit von CAIP im Bereich betrieblicher Aspekte, da ging es ja auch um die Umweltverträglichkeit von ATM. Wir befassen uns hier mit Herausforderungen in diesem Bereich und wir versuchen auch immer, das Dokument zu aktualisieren. Das heißt, dass wir hier auch mit Hilfe von PBN-Informationen hier Verbesserungen schaffen. Wir wollen natürlich insgesamt die Lärmbelästigung reduzieren. Das ist eine kontinuierliche Arbeit. Und dann geht es natürlich auch noch um die Einbindung der Kommunen und Anwohner. Das ist sozusagen für uns die fünfte Säule. Die anderen vier habe ich ja eben beschrieben. Und wir haben jetzt in Kapstadt im Februar bei unserem Treffen diese Säule verabschiedet. Und hier haben wir all diese Leitlinien noch einmal für die besten Praktiken zusammengefasst. Und es wird 2017 kostenlos zur Verfügung stehen in 6 Sprachen, die bei der ICAO offiziell verfügbar sind. Also nächstes Jahr gibt es das auch auf der Webseite. Und hier haben Sie einmal eine Zusammenfassung der Entwicklung des Lärmmanagements an den Flughäfen. Das hier ist der jüngste Trend, die Einbindung der Anwohner und Gemeinden. Und ich habe es eben auch mitbekommen, dass das wirklich sehr gut ins Bild passt, was hier gefordert wird. Und ich habe gesehen, dass wir in Brasilien zum Beispiel 2 Ebenen haben, also Ignoranz. Man kennt das Problem eigentlich gar nicht und wir sind irgendwo dazwischen. Wir fangen jetzt an zu messen und auch die Beschwerden aufzunehmen, die wir immer wieder hören. Ja? Also die Antworten sind dann noch oft an die Kommunen und Gemeinde, ihr dürft euch nicht beschweren, denn wir haben die Schwellen ja nicht überschritten. Aber als nächster Schritt kommt dann der Schallschuss, also man weiß, welche Lärmpegel bestehen. Und dann kommen wir natürlich in den Bereich Toleranz, also das heißt, wir bringen auch die Anwohner mit ins Boot und besprechen, was wir machen können, was wir gemeinsam entscheiden können, um die gesamte Situation für alle zu verbessern. Also ICAO ist ein globales Forum, um hier neue Entwicklungen und Lösungen voranzubringen, mithilfe der Mitgliedstaaten, die hier mitdiskutieren. Und wir möchten natürlich auch insgesamt ein harmonisiertes Verfahren für den zivilen Flugverkehr in der ganzen Welt schaffen. Wir haben Standards und Leitlinien entwickeln. Wir haben sie aktualisiert im Bereich Lärmschutz und wir sind natürlich auch sehr aktiv im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir haben den Umweltbericht 2016 ebenfalls schon auf die Webseite gestellt, den können Sie auch kostenlos sehen und wir haben auch die sogenannte Noise Page, die können Sie auch dort finden. Ja, vielen Dank, Herr da Silva, für den Vortrag. Das war ein schneller Ritt durch die Noise Policy der ICAO. Vielen Dank. Jetzt gibt es sicher die eine oder andere Frage. Ich sehe schon dort hinten die erste, bitte. Ja, mein Name ist Hubert Meisinger. Ich habe eine Frage. Die Klimabeschlüsse der ICAO waren ja wenig bis gar nicht ambitioniert. Inwiefern kann beispielsweise die Politik Sie dabei unterstützen, dass die ICAO wirklich ambitionierte und dann auch mandatory sozusagen Beschlüsse im Blick auf die Noise Reduction einführt? Und eine zweite Frage bezieht sich auf Ihre Folie vor der Conclusion. Alle wissen, dass die Timeline, die noch Zeit gibt, bis wann Änderungen eingeführt werden müssen, um dem Klimawandel auf der Welt zu begegnen, sehr eng begrenzt wird. Sie haben bei dieser Timeline auf der X-Achse keine Zeit Angaben gemacht. Mich würde schon interessieren, mit welchen Zeitangaben Sie arbeiten. This slide here, you're mentioning? Yes.
Okay. Meinten Sie dieses Bild? Ah ja. Zunächst einmal der Klimawandel, das ist nicht mein Hauptthema, aber ja, das ist natürlich eine Frage der unterschiedlichen Meinungen, die es da gibt. In Rio haben wir wirklich versucht, eine Vereinbarung hier zu treffen, also CO2-Reduzierung voranzutreiben, und das wäre wirklich das erste globale Reduzierungssystem zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Man könnte natürlich behaupten, dass die Ziele nicht aggressiv genug sind, aber da wir ja alle Staaten hier zusammen haben, ist es ein toller Benchmark, denke ich. Und mein Dank geht natürlich auch an die europäischen Länder, die da einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Nun zu diesem Chart. Das ist eher ein generisches Chart, wo einmal dargestellt ist, wie die allgemeine Entwicklung des Lärmmanagements aussieht. Das ist natürlich immer ein lokales Problem, und da sind unterschiedliche Variablen im Spiel, die sehr, sehr lokal spezifisch sind. Das heißt, es wird irgendwie auch immer abhängig sein, wie die Situation in einem einzelnen Land ist. Ja, unterschiedliche Meinungen und Perspektiven werden hier betrachtet, und das ist natürlich keine einfache Sache. Aber wir versuchen, die besten Lösungen tatsächlich zu entwickeln, sie anzubieten, und die Länder, die müssen dann entscheiden, was sie umsetzen und wie es auf die lokale Situation passt und wie es dann am besten auch umgesetzt werden kann. Gegen Fluglärm. Eine konkrete Frage zu einer ICAO-Regel. Die ICAO lässt keine steileren Landeverfahren aus Lärm zu über 3,5 Grad zu, sofern sie aus anderen als Lärmschutzgründen eingeführt wurden. Diese Regel stammt aus einer Zeit, als Landebahnen eigentlich immer nur einen einzigen Gleitwinkel hatten. Heute ist es möglich, mit GIBAS für die gleiche Landebahn Verfahren mit unterschiedlichen Gleitwinkeln einzurichten, einzuführen, und wäre es hier jetzt eigentlich nicht geboten, klarzustellen, dass man auch steilere Verfahren als 3,5 Grad aus Lärmschutzgründen einführen darf, wenn zumindest ein Verfahren bis 3,5 Grad vorhanden ist? Okay, yeah, that's true. Ja, das stimmt. Die Leitlinien, die ich ja vorhin gezeigt habe, sagt, dass es maximal 3,5 Grad sind. Und das wurde vor vielen Jahren, ich glaube in den 1980ern, festgelegt. Vielleicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, das noch einmal zu überdenken und sich die Möglichkeiten anzuschauen, ob wir das erhöhen könnten. Aber der Hauptpunkt ist immer die Sicherheit. Das ist die Priorität. Und deshalb haben wir ja diese Obergrenzen. Und wir haben auch den Ausschuss CAEP, wo alle Staaten zusammensitzen und wo wir dann gemeinsam besprechen können, ob es hier Veränderungen geben kann. Und Sicherheit ist natürlich immer an oberster Stelle. Aber es stimmt, Sie haben recht, das ist sicherlich ein Punkt, mit dem wir uns befassen sollten. Denn diese Politik wurde vor vielen Jahren ja festgelegt. Okay, hi, my name is Rita Markowitz. Rita Markowitz ist mein Name. Ich komme von Ungarn. Und ich habe was Interessantes festgestellt, und das ist vielleicht auch interessant für die andere, und deshalb würde ich Sie nicht persönlich hier ansprechen, sondern das hier in der Öffentlichkeit tun. Sie haben gesagt, dass Ihre Doktorarbeit darum ging, dass ein neues Messsystem eingeführt werden sollte, wie man die Lärmbelastung in der Öffentlichkeit erheben kann. Das ist für mich ganz interessant. Könnten Sie diesen neuen Ansatz vielleicht erläutern? Das ist wirklich oft ja auch ein Stolperstein, wenn wir versuchen, der Öffentlichkeit Lärmbelästigung zu erklären.
Da hätte ich vielleicht etwas zu sagen können. Meine Doktorarbeit, die hatte ich an einer brasilianischen Universität geschrieben und mit der Metropolitan Universität Großbritannien zusammen. Da gab es bei Heathrow ja einige Initiativen und auch, wie man die Öffentlichkeit mit einbeziehen kann, wie man die Öffentlichkeit informiert mit Hilfe von Charts, denn die jetzigen LAQ-Messsysteme, die sind so kompliziert und kann man oft der Öffentlichkeit nur schwer rüberbringen. Und deshalb war das der Hauptpunkt meiner Arbeit. Und der Gedanke dabei war, dass unterschiedliche Ereignisse hier zusammenkommen. Es geht nicht nur um die Schallenergie, denn das ist sehr kompliziert darzustellen, wohingegen Lärmereignisse hier leichter verständlich sind. Also ich wollte die Anzahl der Lärmereignisse an einem Flughafen in Brasilien untersuchen. Das läuft noch. In 2 Wochen muss ich meine These verteidigen und dann kann ich vielleicht in der Zukunft noch mehr dazu sagen. Ja, vielen Dank. Okay.